Gute Leute, was geht? Zu meinem Gunsten kam die ARK News heute um 1:49 Uhr erst online. Also ich konnte mal früher schlafen gehen, wenn ihr das Video seht, ist zum Beispiel schon Samstag. Man muss dazu sagen, es ist relativ kurze News. Also man kann dazu sagen, wenn wir jetzt mal hier drauf gucken, Leute, vom Text her, fertig. Ich glaube, das sind mit Abstand die kürzesten ARK News von allen. Bilder finde ich ganz geil, könnt ihr gerne reinschauen, Leute. Das gefällt mir zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber es gibt ein paar Sachen, die man sagen kann, Leute. Also erstens, ARK ist im Sale. Ja, also vom 12. September läuft ja gerade bis zum 22. September. Seht ihr hier auf jeden Fall, dass ihr bei Steam Angebote habt. Also die Ultimate Survivor Edition 30%, hier 67%, also die ganzen Prozente. Wir können es euch gleich nochmal gerne angucken. Und im Endeffekt war es das. Es gibt kein Evolution Event. Also im Prinzip könnte ich eigentlich nach ungefähr einer Minute den Community Crunch beenden. Aber ja, ein, zwei Minuten sollte er vielleicht schon haben. Deswegen kann man nebenbei nochmal sagen, bevor wir uns jetzt kurz die Steam-Seite angucken, Leute. Aktuell ziemlich regelmäßig auf Twitch ARK, aktuell Primal 4 und auch ja, vom normalen Community-Server. Ab Oktober werden wir anfangen mit der Island, die ARK-Story ein bisschen mehr in Fokus sehen, also im Prinzip die ganzen Dungeons und dann die Bossfights und dann Scorched Earth und dann also einmal die Hauptkarten so gesehen durchspielen. Wer Bock hat, kann wie gesagt auf Twitch gern vorbeischauen. Ja, wie gesagt, streamen wir regelmäßig ab nächster Woche. Nicht mehr 7 Tage die Woche, sondern wahrscheinlich nur 5 oder 4 Tage die Woche. Ich nehme mir ein paar Tage mal ein bisschen raus, aber auch, ja, ihr müsst mich nicht jeden Tag hören. Reicht, wenn ihr auf YouTube genug Uploads habt. Also, so, gucken wir rein, Leute. Also, wir sehen, Ultimate Survivor Edition gibt es aktuell für 28,95. Da hat man alle Sachen mit drin. Grundspiel 5 Euro. Season Pass, den könnte ich mal nicht kaufen. Ich habe den Season Pass von Genesis noch gar nicht. Für den PC zumindest, auf Konsole habe ich ihn überall. Und ihr habt auf jeden Fall hier die ganzen, ja, Packs, falls ihr sie irgendwie noch einzeln brauchen solltet, jeweils auch für 4 Euro im Angebot. Also, wer noch nicht ARK sich geholt hat oder will zumindest mal reinschnuppern auf dem PC und mal die Welt der Mods vielleicht kennenlernen, wie zum Beispiel bei unserem Community-Server als Beispiel, wenn ihr Fjordo zocken wollt, reicht ja nur die Edition und da könntet ihr im Endeffekt einfach schon, ja, Fjordo und alles spielen. Wenn ihr es mal testen wollt, ich meine, 5 Euro ist eigentlich ein ganz gutes Angebot, muss man mal nebenbei eigentlich ja schon mal sagen. So Leute, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dem mega kurzen Community Crunch. Danke, danke, danke. Ihr wisst immer gern, Video teilen, hilft auf jeden Fall mir als Kanal auch einfach ein Abo da lassen. Ein Klick für euch, aber mega viel Bonis für mich, weil einfach YouTube sieht, ah, okay, Abonnentensteigerung, bla bla bla, Algorithmus schlägt Videos anderen Leuten mehr vor. Und genauso wie auch ein Kommentar da lassen, da ist vollkommen egal welches. Da könnt ihr auch reinschreiben, Shady, warum ziehst du immer die ARK News so unnötig lang, wenn da keine News drin stehen? Ihr könnt alles reinschreiben, Leute. Lasst ein Like da, würde mich freuen. Also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Länger mache ich es jetzt hier nicht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall pennen und wir sehen uns vielleicht in einem anderen Video wieder. Bis denn und ciao. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival ARK. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates in News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.